Einer der wohl berühmtesten deutschen Maler, Max Beckmann, liebte das Reisen. Viele seiner Ausflüge filmte er mit seiner eigenen Kamera. Die Filme aus dieser Zeit zeigen einen Beckmann, wie man ihn selten zu sehen bekommt. Verspielt und gut gelaunt, zusammen mit seiner zweiten Frau Quappi. Ein Paar, das sich gerne zeigte und präsentierte. Besonders liebten die Beckmanns das Meer und die Pose. Quappi in echt und auf der Leinwand. Der Maler ließ sich inspirieren von dem, was er erlebte. Beckmann ist natürlich ein Künstler, der auch durch seine Titel das Thema der Reise schon bearbeitet hat. Sein erstes Triptychon heißt Departure, Abfahrt, Abreise. Sein letztes heißt Argonauten und auch das ist das Thema der mythischen Reise nach der Suche nach dem goldenen Vlies. Und wenn man sich diese Aspekte der Reise anguckt, merkt man plötzlich, dass in vielen Werken mythologische, biografische, literarische Reisestoffe stecken. Imaginierte Reisen, reale Reisen, erzwungene Reisen, Sehnsuchtsreisen. Seine Sehnsucht und Leidenschaft galt sein Leben lang ganz besonders der französischen Riviera. Immer wieder reiste Beckmann an die Côte d'Azur. Er war ja eigentlich nur an extrem modischen Reisezielen. Er ist gereist dahin, wo man hinreiste. Gerne, wo er ein Spielcasino war, gerne, wo man auch schick ausgehen konnte. Also der hat nicht die Einsamkeit in Griechenland auf einer Insel gesucht, sondern ist dahin gereist, wo es in der Zeit angesagt, nennen wir es mal so, war. Ich glaube schon, dass die Menschen ja diese Plätze ausgewählt haben, mal grundsätzlich, weil es besonders schöne Plätze waren und weil das Meer grün bis blau und von in allen Farbschattierungen schimmernd und die dunkelgrünen Agaven davor. Das ist eine Doppelung, dass die Plätze waren schick, aber sie waren eben auch malerisch besonders schön. Das Meer, der Himmel, das Licht. Dieses Zusammenspiel fing der Maler immer wieder ein. Ihm gelingt es, Pflanzen als Wesen zu malen, fast wie Götter, die sich in einer Natur befinden, die selbst vibrierend ist, von einer Intensität, wie man sie am Mittelmeer erleben kann. Diese riesigen Pflanzen mit riesigen Blättern und den riesigen Stängeln. Und ich habe sie nicht wahrgenommen, bis ich sie bei Beckmann gesehen habe. Er hat die Pflanzen überhaupt nicht domestiziert. Es gibt eine Wildheit in der Natur, die einfach so zwischen zwei Gebäuden auftaucht. Eine Naturgewalt, die Beckmann wahrgenommen und gezeigt hat. Die Natur ist ein durchgehendes Motiv Beckmanns. Er hat sie bei seinen Reisen, besonders auch am Meer, immer wieder eingefangen. Fast ein Drittel seiner Werke hat er Städten und Landschaften gewidmet. Doch Beckmann geht es nicht nur um die Idylle und Sehnsucht. Sein Werk ist immer ambivalent, zwiespältig. So spiegeln Motive des Reisens auch schwierige emotionale Erfahrungen oder gesellschaftspolitische Entwicklungen. Auch in symbolischer Form. Max Beckmann. Ein unruhiger Geist. Ein Getriebener. Und ein ehrgeiziger Maler. Ich glaube, er hat sehr früh gespürt,
und war sich auch sicher, dass er bedeutsam würde für die Kunstgeschichte. Und das steckt in diesem frühen Porträt. Er stellt sich ja auch nicht als Maler dar. Ne? Er hätte ja die Möglichkeit gehabt, in der Hand, die er so präsentiert, einen Pinsel zu haben oder einen Zeichenstift. Aber er hat eine Zigarette und hält die Hand lässig und ist selbst ganz lässig und gleichzeitig doch unglaublich elegant und schick. Also er ist ein Gesellschaftslöwe eigentlich. Und diese Akzeptanz einer Gesellschaft und nicht nur national, sondern übernational, die war ihm wichtig. Also es steckt in diesem frühen Bild auch der Blick in eine Zukunft, wie er sich erträumt, in eine Karriere, die er sich vorstellt. Und das ist immer ganz oben angesiedelt. Junge Männer am Meer. Bereits sein erstes großes Bild basiert auf einem klassischen Reisemotiv, der Küste. Er setzt diese große Leinwand 1905 als erste auf seine persönliche Bilderliste, auf der er fortan jedes seiner Werke akribisch protokollieren wird. Beckmann fühlt sich von Anfang an angezogen von den existenziellen Themen der Menschheit, der Widersprüchlichkeit des Lebens. Gemalt im großen, selbstbewussten Stil. Und er weiß, sich in Szene zu setzen. Selbstbewusst war er immer. Geboren 1884 in Leipzig, beginnt Beckmann gegen den Willen seiner Eltern ein Kunststudium in Weimar. Dort lernt er auch Minna Tube kennen, eine der allerersten Frauen in Deutschland an einer Kunstschule. Die beiden heiraten und das Paar zieht nach Berlin. Minna Tube ist ebenfalls eine hochbegabte Künstlerin, doch als Frau Beckmann untersagt ihr der frisch angetraute Ehemann weiter zu malen. Die beiden bekommen einen Sohn, Peter. Es läuft gut für den jungen Maler. Beckmann wird von der Künstlergruppe Berliner Sezession aufgenommen und als jüngstes Mitglied in deren Vorstand gewählt. Doch die weltpolitische Lage verändert sich schlagartig nach dem Attentat auf den österreichischen Thronfolger. 1914 beginnt der Erste Weltkrieg. Beckmann meldet sich freiwillig. Nicht als Soldat, sondern als Sanitäter. Ich kann mir vorstellen, dass er keine Lust hatte, auf Menschen zu schießen. Dass er aber trotzdem extrem neugierig war, wie Krieg aussieht und sich anfühlt. Und da er sich wahrscheinlich als relativ junger Mann klar war, dass er demnächst eingezogen wird, wenn er sich nicht was anderes ausdenkt, würde ich sagen, war eine Sanitäterausbildung zu machen eine gute Lösung, wenn man nicht schießen wollte. Er war nicht am Krieg interessiert im Sinne von, ich ziehe jetzt gegen ein Volk ins Feld. Er hat von Anfang an klar gesagt, Dostojewski ist mein Freund, die Franzosen verdanke ich so viel. Das war nicht das Thema. Das Thema war ein anderes, etwas erleben. Ein Krieg hat was von einem Aufbruch, einer Abreise. Die Erfahrungen des Krieges im Lazarett setzen dem Maler zu. Verwundete, Tote, die Schrecken eines brutalen Alltags. Zeichnen wird jetzt seine Zuflucht. Schließlich erleidet er einen Nervenzusammenbruch und wird versetzt. Er wurde in ein biologisches Institut in Straßburg versetzt, wo er Bakterien, Pflanzen gezeichnet hat. Also etwas sehr Stilles, wo gar nichts passierte. Und da scheint er sich ja auch irgendwie gefangen zu haben. Aber trotzdem wurde er dann freigestellt, sodass er nicht mehr in den Krieg zurück musste. Max Beckmann wird in Frankfurt am Main von Freunden aufgenommen. Seine Frau Minna und sein Sohn bleiben in Berlin. Die Trennung des Paares zeichnet sich ab. Der Künstler versucht zur Ruhe zu kommen und beginnt sofort wieder zu malen. Er hat diesen Anspruch gehabt an sich,
Kunst zu schaffen, die Zeugnis ablegt über das, was um ihn herum vorgeht, ohne dass es politische Kunst war. Das war er nie. Aber die Menschen, die Natur, alles unglaublich genau wahrnehmen und in seine Kunst aufnehmen. Die Zerrissenheit der Weimarer Republik, die Nachwehen des Krieges, verarbeitet Beckmann in Bildern in neuem malerischen Stil. Seine Menschen sind jetzt eher überzogen dargestellt, nicht klassisch schön. Er seziert die gehobene Gesellschaft, deren Mitglied er im Laufe der Frankfurter Jahre selbst werden sollte. Geht in die Hotelbars, trinkt Champagner, beobachtet die Hybris des Nachtlebens. Beckmann erhält eine Professur an der berühmten Städelschule und wird in den 20er Jahren zu einem der erfolgreichsten Maler. ...1924 lernt er eine neue Frau kennen. Mathilde von Kaulbach, Tochter aus sehr gutem bayerischen Hause. Ihr Vater ist auch Maler. Eine Begegnung, die sein Leben für immer verändern wird. Beckmann begegnet ihr und ist offenbar sofort hingerissen. Ich erinnere vor allem Briefe an Quappi, in denen er um sie wirbt und in denen er beschreibt, was er alles für sie tun möchte. Also er sucht nach einer Wohnung und diese Wohnung muss ideal sein, grandios. Und er möchte ihr eben dieses Leben bieten, das sie ja auch kennt von zu Hause. Und gleichzeitig beschreibt er aber auf ganz rührende Weise auch, dass er sie überschütten möchte mit Kleidung, mit schöner Wäsche, mit Schmuck, mit Spitze, mit Seide, also auch mit ihr einkaufen ging und sie schön gekleidet wissen wollte, als Geliebte, als seine Frau, aber natürlich auch als Modell. Quappi, wie er sie fortan nennt, heiratet er umgehend nach seiner Scheidung. Sie wird die Frau werden, der er sein Leben lang unzählige Porträts widmet. Sie ist seine neue Gefährtin, seine glühende Verehrerin, und mit ihr beginnt er zu reisen. Papi ist natürlich aus völlig anderem Holz geschnitzt. Minna ist eine protestantische Pastorentochter gewesen, während Quappi aus einem ja doch katholisch-bayerisch-künstler-fantasievollen und luxuriösen Leben kommt und es genießt, an Plätzen zu sein, die ihrem heimatlichen Lebensstil entsprechen. Mit Quappi wird diese Riviera-Zeit eingeläutet. All dieses Positive, dieses strahlende Leben, also diese ersten Bilder in der verliebten Phase, das ist ein wiedergeborener Maler. Die Beckmanns sind nach St. Moritz gefahren, sind an die Riviera gefahren. Also es waren natürlich schon Badeorte oder Urlaubsorte der höheren Gesellschaft. Da wurde in Grand Hotels abgestiegen, da wurde Champagner getrunken und auch die Kurorte. Ich meine, die Quappi war eine Geborene von Kaulbach. Also es war schon so in dieser gehobenen Gesellschaftsschicht, wo die Beckmann sich bewegt haben. Und man ist mit dem Zug gereist. Das war aber natürlich auch anders, als man sich das heute vorstellt, wie man sich das vorstellt. Man hat natürlich dann auch einen Gepäckträger gehabt. Man musste umsteigen. Also es gibt da auch Briefe und da schreibt der Beckmann dann ganz genau, du musst dann da umsteigen und dann musst du da dir einen Träger nehmen. Und der hat dann die Koffer genommen. Die waren ja auch nicht so ganz handlich. Der Maler kann sich das mondäne Leben leisten. Die Beckmanns reisen im großen Stil. Davon zeugt auch das edle Gepäck. Dieser Louis Vuitton-Koffer, das ist eine Hutschachtel aus dem Besitz der Familie Kaulbach. Also den hat seine Schwiegermutter 1905 auf jeden Fall schon gekauft. Aber natürlich in dem Moment, wo Beckmann richtig erfolgreich wird, das ist vor allem in den 20er Jahren, nimmt diese Reisetätigkeit zu. Und Beckmann war natürlich jemand, der Teil der mondänen Gesellschaft war und immer sein wollte, der natürlich auch in dem Moment, wo er Quappi geheiratet hat, einen ganz anderen Zugriff auf das Großbürgertum hatte und der sich selbstverständlich und gerne in dieser Welt bewegt hat.
Wir sehen aus seinen Briefen, wenn er ein wichtiges Bild verkauft hat, dann sofort die Möglichkeit genutzt hat, aus dem Erlös dann an die Riviera zu fahren. Und es gibt zum Beispiel eine Reise nach Cap Martin, wo er dann gleich ein paar Tage später aufgebrochen ist, um dann natürlich auch den Erfolg zu feiern, den er mit dem Verkauf hatte. Die Beckmanns inszenieren sich auf ihren Reisen mit viel Humor und Selbstironie. Am liebsten am Meer. Das Meer ist für Beckmann auch eine Figur für die Unendlichkeit, für die Sehnsucht. Er sagt, wenn er der König der Welt wäre, würde er einen Monat im Jahr am Meer verbringen, alleine, um über das Meer nachzudenken und das Meer zu betrachten. Aber es ist natürlich auch dieses das schöne und das leichte Leben, was ihn begeistert hat. Die Küche, die Gastronomie, die eleganten Bohemians und die moderne Welt, die natürlich da an der Côte d'Azur und der Riviera zu Hause war und in der er sich gern gesehen hat. Markante neue Stillleben entstehen. Die Kulinarik des Südens wird zu einem wichtigen Motiv. Kwapi Beckmann sammelt auf allen Reisen Postkarten, die bis heute erhalten sind. Seine Reiseeindrücke verarbeitet Beckmann jedoch nicht nur auf heitere, unbeschwerte Weise. Das Bild Lido von 1923 zeigt eine gänzlich andere Realität. Wenn man Lido das erste Mal sieht, denkt man, was für eine schöne Strandszene. Wer würde nicht gerne einen Tag am Meer verbringen? Und dann schaut man genauer hin und stellt fest, in dieser Szene ist nicht alles harmonisch. Zwei Badende laufen am Wasser entlang, völlig voneinander getrennt. Nicht mal ihre Augen treffen sich, als ob sie in völlig verschiedenen Welten leben. Wenn man sich die Wellen ansieht, entdeckt man einzelne Körperteile, Beine, Köpfe, die durch die Wellen wie abgetrennt von den Körpern wirken. Alles scheint zunächst fröhlich. Doch je genauer man sich Lido ansieht, desto mehr spürt man die Gefahr, die unter der Wasseroberfläche zu schwelen scheint, wie eine bedrohliche Vorahnung. That feels very foreboding and menacing. Nach einem Aufenthalt in Genua wird die Hafenansicht zu einer dunklen, bedrohlichen Kulisse. This is Beckmann's Harbor of Genua. But if you have Das hier ist Beckmanns Hafen von Genua. Man wundert sich zunächst über die dunkle Farbigkeit, dass der Himmel schwarz ist. Ist das nachts? Und dann sind da all diese schweren Schatten auf dem Bild. Vielleicht befinden wir uns in der Nacht, aber die meisten Experten haben dieses Bild anders interpretiert. Diese tiefe Schwärze sehen sie als Reaktion auf die politische Lage in Italien zu dieser Zeit, die Beckmann und Kwapi auch gesehen haben müssen, als sie dort waren. Das war 1926, als Mussolini immer mächtiger wurde und es gab überall sichtbare Zeichen des aufkommenden Faschismus um Beckmann herum. Als sich in Deutschland die politische Lage verschlechtert, mietet das Paar 1929 eine Wohnung in Paris. Beckmann pendelt nun nach Frankfurt. Zu Hause ist er berühmt, doch der Maler möchte nun endlich auch in Frankreich reüssieren. Beckmanns Faszination und vieler Künstler für Frankreich zu dieser Zeit bestand darin, dass Künstler in Frankreich einen sehr beachtlichen Status hatten. Der Künstler war wie ein Held in einem Kunstuniversum und setzte damit eine Tradition fort, die eigentlich aus dem 19. Jahrhundert und der Romantik stammte. Schon seit dem Studium ist ihm die französische Malerei ein Vorbild. Braque, Chagall, Degas, Matisse. Und ganz nebenbei will er den internationalen Erfolg, den Picasso hat. Und er will Teil der lässigen, feierfreudigen Malerclique sein. Künstler wie Picasso oder Matisse in der Nachfolge von Manet oder Degas spielten sehr gut den Bourgeois.
mit einer Haltung, die ihr soziales Leben von ihrem künstlerischen Leben abgrenzte. Ihr Widerstand in der Kunst hatte sehr viel Stil. Und das hat Beckmann zweifelsohne beeindruckt. Impressionné Beckmann. Beckmann hat zwar Kontakte in Paris, aber keine großen französischen Sammler. Und als Deutscher fällt ihm der Anschluss schwer. Die Tatsache, dass es in Frankreich eine sehr starke Phobie gegen Deutsche gab, führte auch dazu, dass ein deutscher Künstler nicht hoch angesehen war. Und es gab auch einen recht großen Stolz der Franzosen, zu glauben, dass die moderne Kunst nur in Paris und in Frankreich stattfinden könne. Er hatte zwar Kontakte in Paris und ein kleines Netzwerk, das es ihm ermöglichte, dass einige seiner Werke von nationalen Sammlungen erworben wurden. Ich glaube, es waren nur zwei Bilder, aber es ging nicht weiter. In seinem Tagebuch protokolliert er die schwierigen Veränderungen in den 30er Jahren. Mit der Machtübernahme Hitlers 1933 verliert er seine Professur und zieht nach Berlin in der Hoffnung, hier unbemerkt weiterzuleben. Wo ist es? Novo Centro 1933, Berlin. Das ist ganz wichtig, weil er hier schon schreibt, er verlässt Frankfurt und geht nach Berlin. Das ist für ihn ein großer Einschnitt, ganz wichtig. Seine beklemmende Lebenssituation verwandelt der Künstler in das symbolische Triptychon Departure. Ich finde vor allem die Widersprüchlichkeit in Departure interessant, die Beckmann selbst empfand in Bezug auf das Bild. Es hat zweifelsohne mit seiner Situation des ihm drohenden Exils zu tun, sein Leben zu verlieren. Ein Leben, das nun gefüllt ist mit Melancholie, Traurigkeit und Angst vor dem, was kommen mag. Und diese Gewalt, die Departure zum Ausdruck bringt, wenn man sich die beiden Seitentafeln ansieht, sehr gewalttätige Szenen. Wie soll man das anders interpretieren als seine Erfahrungen zu dieser Zeit? ...1937 werden Beckmanns Bilder von den Nationalsozialisten beschlagnahmt. Sie gehören jetzt nicht mehr zum deutschen Kunstkanon und werden stattdessen in der Münchner Ausstellung Entartete Kunst gezeigt. Als Beckmann die Rede Hitlers im Radio zur Eröffnung der Ausstellung hört, packt das Paar die Koffer und flieht nach Holland. Es war ja der Plan, dass Beckmann sich in Paris dauerhaft niederlässt. Das hat sich zerschlagen. Die Galerie, die mit der er zusammengearbeitet hat, hat dicht gemacht. Es war der Plan, dann nach Berlin zu gehen und möglichst sozusagen in der Anonymität zu verschwinden. Und auch das wurde einfach zu heiß, das Pflaster. Und das ist dann einfach der letzte Ausweg gewesen, die Niederlande, weil sich alles andere zerschlagen hat. Da Kwapis Schwester in Holland lebt, wird Amsterdam ihr Ziel. Das Ehepaar Beckmann sieht diesen Aufenthalt als Zwischenstation. Ihr langfristiger Plan ist Amerika. Die beiden versuchen sich zunächst von den Strapazen der vergangenen Monate zu erholen. Doch nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs sind die Beckmanns nun endgültig zum Bleiben im Exil gezwungen. Ihre Zukunft ist völlig ungewiss. Das Reisen ist nicht mehr möglich. Das elegante Leben vorbei. Freunde vermitteln ihnen mitten in Amsterdam am Rokin eine Wohnung. Im Dachgeschoss richtet Beckmann sein Atelier ein. Im Stedelijk-Museum hängt das berühmte Doppelbildnis des Paares aus dieser Zeit. Er hat den ganzen Krieg weiterhin gemalt, aber er hat natürlich im Verborgenen gearbeitet. Er galt ja als entarteter Künstler. Und insofern zeigt dieses Bild eine besondere Situation, wie sie zusammen durch den Krieg gehen eigentlich und im Übergang sind fast, könnte man sagen. Es ist ja eine, sie sind ja beide im Gehen gemalt und auch eigentlich sehr eng zusammen. Also das zeigt auch, wie wichtig sie in dieser Zeit gerade füreinander waren.
Beckmann und seine Frau treten eigentlich sehr weltläufig und sehr elegant auf. Und es ist natürlich eine Zeit voller Entbehrungen gewesen in Amsterdam in dieser Zeit. Also das ist insofern ein Kontrast in dem Bild enthalten. Andererseits war gerade dieses Aufrechthalten einer gewissen Fassade für beide doch auch sehr wichtig. Also einer gewissen Haltung vielleicht auch, gerade angesichts der schwierigen Situation des Krieges. Leben im Exil heißt vor allem Verzicht. Beckmanns Reisemotive hängen nun an der Wand der Wohnung. Eine Erinnerung an glückliche Zeiten. Nicht reisen können war für Max und Quappy Beckmann wahrscheinlich das Schlimmste. Es galt natürlich andererseits für viele Menschen. Sie waren natürlich nicht allein in der Situation. Aber es war für sie schon schlimm, weil sie es auch sehr gewöhnt waren, natürlich überhin reisen zu können. Und jetzt, die Niederlande ist ja kein sehr großes Land. Also ich meine, in 2 Stunden ist man an jeder Grenze. Von Amsterdam aus unternehmen die beiden lange Fahrradtouren. Manchmal gönnen sie sich ein Taxi. Ihr Ziel ist oft die nahegelegene Küste bei Sandvort. Ans Meer zu kommen, ein kleiner Rettungsanker für Beckmann. Doch auch die vergnüglichen Ausflüge mit Lieblingshund Butschi gehören schnell der Vergangenheit an. Die Deutschen besetzen 1940 Holland und machen ein Jahr später die Küsten dicht. Damit wird Beckmann der Blick aufs Meer verwehrt. Verrammelt mit Stacheldraht, schreibt er in sein Tagebuch. Ich denke, das Meer war für ihn doch auch ein Bild der Unendlichkeit und auch vielleicht ein Stück Sehnsucht, das da drin steckt. Er sehnte sich natürlich eigentlich nach dem Mittelmeer. Und wenn er dann die Nordsee malt, steckt das vielleicht ein bisschen auch damit drin. Aber auch natürlich die Vorstellung, dass man eigentlich über das Meer reisen könnte nach Amerika oder sonst wohin. So verkleinert sich zusehends der Radius. Das direkte Umland wird nun zum Höhepunkt eines entbehrungsreichen Lebens. Laren. Eine kleine Künstlerkolonie suchen die Beckmanns regelmäßig auf. Es sind nun die kleinen, eher unspektakulären Landschaften, die den Maler inspirieren. Je schlimmer die täglichen Belastungen, desto mehr malt Beckmann. Viele Motive kommen aus seiner neuen Umgebung in den Niederlanden. Und er schafft es auf Umwegen immer noch zu verkaufen. Also Beckmann hatte ja einen Sohn aus der ersten Ehe, Peter Beckmann. Der war Arzt bei der Wehrmacht und der konnte auf die Art und Weise ab und zu nach Holland kommen und hat dort dann Bilder mitgenommen von seinem Vater in der Ambulance. Ist dabei auch schon mal erwischt worden und hat dann behauptet, dass seine Bilder, die er selber gemalt hat, für die Offiziersmesse oder irgendwas zu Karneval. Und das wurde ihm auch abgenommen und insofern hat das gut geklappt. Und er konnte die Sachen dann weiter vermitteln an Kunsthändler, befreundete Kunsthändler in Deutschland, die das dann verkauft haben. Auch im Exil findet der Maler Unterstützung. Durch den Kunsthändler Helmut Lütjens. Dessen Tochter Annemarie erinnert sich noch gut an die Besuche Beckmanns. Das ist ein Porträt von meinem Vater. 1944 hat er mein Vater gefragt, irgendwann im Sommer, ob es okay wäre, wenn er ein Familienporträt macht. Und er hat eigentlich immer, wenn er am Freitag kam bei uns, kleine Zeichnungen gemacht, massenhaft. Von meiner Mutter, von meinem Vater, von mir, immer von mir und nochmal von mir und auch von uns zusammen und ja, das war es. Und dies ist eins davon, das Beste und richtig gut ausgearbeitet und das ist das beste Foto, was ich von meinem Vater habe. Das ist richtig mein Vater, so war er. Und das ist was ganz anderes, das ist von meiner Mutter und mir.
Ich sitze in einem Kinderstuhl. Meine Mutter sitzt hinter mir. Wahrscheinlich esse ich wieder mal meine Suppe nicht. Davon sind Unmengen von Zeichnungen gemacht. Ich weiß nicht, ob Beckmann richtig Familienleben gesucht hat. Denke ich eigentlich nicht, aber das weiß ich nicht. Aber er war gerne bei uns mit Butschi, das ist ein kleiner Hund. Und ja, aber richtig uns gewählt hat er absolut nicht. Wir sind ihm einfach in den Schoß geworfen. In Rotterdam hängen einige Bilder Beckmanns im Gläsernen Depot, das hier 2021 eröffnet wurde. Auch jenes Familienporträt der Lütjens, für das Beckmann die vielen Zeichnungen anfertigte. Schön, es wieder zu sehen. Und sieht so anders aus. So viel heller. Ich hatte mir es ganz dunkel vorgestellt. Wir haben nie posiert. Beckmann kam jede Woche zu meinem Vater und hat dann mit ihm seine Bilder besprochen, die in der Galerie waren. Und hat auch in dieser Zeit ziemlich oft kleine Skizzen gemacht. Und auf dieses Bild, ja, sind meine Eltern und bin ich. Ich war 1,5 Jahre alt und habe immer dort rumgelaufen. Was ich natürlich sah, war, ich hatte ein Heineken da in der Hand. Aber ich hatte sowas gar nicht. Es gab kein Spielzeug und besonders nicht sowas Schönes. Und da habe ich richtig geweint. Und das hat meine Eltern vielleicht an Beckmanns erzählt, das weiß ich nicht. Aber jedenfalls, auf meinen nächsten Geburtstag, am 19. März, habe ich dieses bekommen. Und ich habe von dir erfahren, dass Gwappi das selber gemacht hat. Ja. Und es ist bewegt, es existiert immer noch. Es hat nur hier ein kleines Stückchen verloren. Das ist alles. Es ist immer noch ganz, ganz intakt. Mit der Zeit zeichnet sich ab, dass es für Beckmann absehbar keine Alternative zum Exil in Amsterdam geben wird. Solange der Krieg wütet, ist es nicht möglich, Europa Richtung Amerika zu verlassen. Der Maler versucht, seine alten Lebensgewohnheiten so weit wie möglich aufrechtzuerhalten. Dazu gehören seine Besuche in den Grand Cafés der Stadt. Beckmann liebte die Grand Cafés und das hier, das war wirklich ein sehr schönes Grand Café. Er hat einen ziemlich festen Tagesablauf gehabt, auch relativ diszipliniert. Und nachmittags ist er dann immer ausgegangen. Er war gerne unter Leuten und hat sich alles Mögliche angeguckt und hat aber auch viele Leute gekannt, so im Umfeld. Die Kellner, die Garderobieren, die Toilettenfrauen, die kannte der alle. Herr Beckmann ging ja auch in die Lokale, um Menschen zu beobachten. Er musste ja seine Inspiration irgendwo herholen. Und vorher ist er viel gereist und hatte sich viel in der Welt bewegt praktisch. Und das ging natürlich in dieser Zeit nicht. Insofern hat er das Beobachten, könnte man sagen, mehr nach innen verlegt und eben gerade in die Lokale. Ja. Im Übrigen ging er natürlich auch in die Cafés und Kneipen, um zu trinken. Also er hat Beckmann hat sehr gern getrunken. Ja. Und auch während des Krieges war sein Alkoholverbrauch doch noch relativ hoch. Beckmann ging ja dann in die Cafés als Deutscher auch noch in dem Moment, wo viele eben nicht mehr ins Café gingen. Ich denke, das ist wichtig, dass man das auch sich bewusst macht. Ab September 1941 waren ja an den ganzen lokalen Schildern für Juden verboten. Er hatte jüdische Freunde, aber er ging trotzdem in die Lokale. Und das taten viele aus Protest nicht. Also das war auch nicht nur unproblematisch natürlich. Er ging auch in Lokale, die im Besitz waren von Gestapo-Menschen. Ich denke in der Tat, dass Beckmann Opportunist und Hedonist war, das kann man ganz gut sagen. Er hat natürlich das Leben versucht, auch unter diesen Umständen so viel wie möglich zu genießen. Das Nachtleben ist zwar eingeschränkt, aber Beckmann geht liebend gern ins Kino, vor allem in das berühmte Tuschinski. Hier taucht er ein in die Welt des Films. Eine kleine Flucht aus der Realität des Exils. Die existenzielle Lebenssituation evoziert starke Bilder.
Die Jahre in Amsterdam gehören zu Beckmanns produktivster Zeit. Die Werke, die hier entstehen, zählen zu den kraftvollsten aus dem Oeuvre des Künstlers. Das Eingesperrtsein führt im Werk auch zu einer neuen Interpretation des Reisemotivs. Die Mythologie, die Reisen der antiken Helden tauchen auf. Odysseus und Kalypso ist ein zentrales Werk aus dieser Zeit. Man liest auf seinen Briefen die Gedrücktheit dieser Zeit, die Enge, das sich gefesselt fühlen, das sich festgesetzt fühlen. Er war ja ein Mensch, der wirklich die Freiheit liebte, das Reisen liebte, den Raum auch brauchte um sich herum, diese Bewegung brauchte. Nicht nur diese innere Dynamik, sondern eben auch die äußere. Und dieses Bild spiegelt mit Sicherheit diese Empfindung des Festgesetztseins. Es ist Odysseus, der eigentlich auf der Heimfahrt nach Ithaka ist, zu seiner Frau Penelope, die er sehr liebt, getrieben ist in diese Richtung und auf einer Insel strandet und dann eben von der Nymphe Kalypso, Herrscherin dieser Insel, festgehalten wird. Und erst nach den legendären 7 Jahren mit der Hilfe von Zeus, dem Göttervater, freikommt. Und diese Szene in einem großen Format, also auch wirklich in einem repräsentativen Format, zeigt Max Beckmann mit dem liegenden Helden und der sich zu ihm gelegten Nymphe, die ihn umgarnt. Man weiß eigentlich gar nicht so richtig, ist das der Moment der Ankunft, als er diese Rüstung zur Hälfte noch trägt, als er gerade sein Schild abgelegt hat, sein Schwert, sein Helm noch anhat. Oder ist es eigentlich der Moment, in dem er aufbrechen könnte, losgehen könnte, sich fertig macht? Also, dass die Mythologie in Amsterdam so wichtig wird, das hat sicher mit dieser existenziellen Situation zu tun, in der er sich befindet. Also diese Urthemen von Schicksal, wie sie erzählt werden, darauf greift er zurück in dieser spannungsvollen Zeit. Auch die Geschichte von Prometheus, der sich gegen Zeus auflehnt und den Menschen das Feuer bringt, wird zum Spiegelbild. Der Held muss als Strafe ertragen, wie Tag für Tag seine Leber von einem Adler angefressen wird. Ein dauernder Leidensprozess. Das geliebte Meer, auf das Beckmann nun schon so viele Jahre verzichten muss, wird nun malerisch neu aufgeladen. 1944 ist nichts mehr zu spüren von der Leichtigkeit der frühen Jahre. In der Tradition der romantischen Malerei wäre das eigentlich ein Sehnsuchtsbild. Und das ist sicherlich auch ein Aspekt des Bildes, weil das natürlich die Zeit ist, als er in Amsterdam festsitzt und sich eigentlich hinaussehnt in die Weite, in die Offenheit und das Land verlassen möchte. Und das Besondere an diesem Bild ist eigentlich, dass der Blick trotzdem eigentlich nicht frei ist, obwohl er nicht verstellt ist, weil man diese Wolke hat, die wie so eine Skulptur und ein bedrohlicher Körper sich quasi aufbaut, abregnet, die Sonne ist dahinter und im Grunde so eine bedrohliche Figur entwickelt, wie so ein Schema, das eben den Blick in die Weite doch nicht zulässt und so was unheilvoll Bedrohliches hat, was man natürlich einerseits mit der politischen Situation assoziieren kann, mit seiner biografischen Situation, auch mit dem Luftkrieg oder mit dem Seekrieg, der um 1943 natürlich eine Rolle spielt. Also die Sehnsucht ist da, in die Weite, in die Unendlichkeit, und die wird aber eigentlich nicht möglich. Der andauernde Krieg verschlechtert zunehmend die Stimmung des Malers. Dazu kommt seine Angst, wieder als Soldat eingezogen zu werden. Schwere Depressionen, Schlaflosigkeit und ein Herzleiden machen dem 60-Jährigen schwer zu schaffen. Selbstbildnis in Schwarz. Sein wohl berühmtestes Selbstporträt entsteht 1944. Es ist ein unglaublich energiegeladenes Selbstporträt. Es ist, zeigt Beckmann wahrscheinlich so in der dunkelsten Stunde seines Lebens. Ich meine, 1944, er hat schon Jahre des Exils hinter sich, kein Ende absehbar und behauptet sich gleichzeitig irgendwie in dieser energischen Haltung, versichert sich seiner selbst, den Blick in den Spiegel,
Aber gleichzeitig der Blick geht ins Dunkel, also sein gesamtes Gesicht ist verschattet. Er hat sich richtig, er wird eingeklemmt und er stemmt sich aber auch gleichzeitig dagegen. Er versucht den Rahmen zu sprengen und er hat diese erloschene Zigarette in den Händen. Trotzdem zieht er diesen Anzug an und trotzdem versucht er noch etwas gegen diese düstere Zeit der Krise etwas entgegenzusetzen. Haltung bewahren, durchhalten, auch wenn es kaum etwas zu essen gibt. Der Anzug sitzt. ...1945 ist der Krieg endlich vorbei. Nach monatelangen Kämpfen werden auch die Niederlande befreit. Und dann hier großer Eintrag. 1945, Friede ab 5. Mai. Dann kommt hier 46, ganz großer Eintrag. Eine Seite lang. Novo Centissimo, Novo Cento, Novo Centissimo, 1946. Und das ist eben die Ausfuhrgenehmigung für seine Bilder nach USA. Das war für ihn ganz wichtig. Und da schreibt er eben auch, damit fängt die Welt wieder für mich an, wo sie im Spätherbst 1932 in Frankfurt aufhörte. Im Novo Centissimo, wie Beckmann die Zeit nach dem Krieg nennt, nutzt der Maler die wiedererlangte Freiheit und reist mit seiner Frau umgehend an die Côte d'Azur. Zurück ans Meer. Zurück an den Ort, den er mit Quappi als mondänes Paar so oft besuchte. Und natürlich buchen sie sich ein im besten Haus am Platz, dem Westminster Hotel in Nizza. Er kehrte nach dem Zweiten Weltkrieg nach Frankreich zurück mit der Vorstellung, dass Frankreich immer noch das Land der großen Malerei sei. Das war etwas, das einem Traum entsprach. Ich glaube, dass es im Leben eines Malers, im Leben eines jeden Menschen sehr wichtig ist, an die Orte zurückzukehren, an denen man seine Träume wiederfindet. Und dann war die Côte d'Azur auch der Ort des Lichts, der Ort, an dem Matisse gewesen war, an dem Bonnard gewesen war und Picabia. Und selbst wenn es zweifelsohne wenig Verbindung zwischen seiner Malerei zu der von Picabia gab, gab es dort einen Ort eines idealen Lebens, das sich dem Licht und der Farbe zuwandte. Das hat er dort gesucht und vielleicht auch später in Amerika gefunden. 1947 erhält Beckmann das ersehnte No Enemy Paper, wie er es nennt. Die niederländischen Behörden mussten für einen neuen Pass erst bestätigen, dass die Beckmanns keine Nazis waren. Außerdem bekommt er einen Lehrauftrag an einer Kunstschule in Missouri. Man muss alles versuchen, um sich in diesem Weltschlamassel zu behaupten, solange es geht, schreibt er in sein Tagebuch. Nach 9 Tagen Schiffsreise kommen Max und Quappi Beckmann in New York an. Am nächsten Tag nehmen sie den Zug nach St. Louis in Missouri, der Stadt am Mississippi. Ihn erwarten dort eine hervorragende Universität und eine renommierte School of Art. Das Paar wohnt direkt auf dem Campus. Nach über 14 Jahren Pause wird Beckmann nun wieder unterrichten. Er ist nervös. Wie wird man ihn hier empfangen? Beckmann muss sehr überrascht gewesen sein, als er in den USA ankam und seine Arbeit bereits sehr bekannt war. Er wurde wie ein Superstar der deutschen Kunst empfangen. Ich bin sicher, dass er diesen warmherzigen Empfang und die Anerkennung, die er erlebte, als Belohnung empfand. Er genoss das alles, die Gesellschaft, diese wachsende Gemeinschaft. Es gibt eine tolle Fotografie von ihm während dieser beeindruckenden Retrospektive von 1948 in diesem Museum. Seine bis heute größte Ausstellung, organisiert vom Museumsdirektor Perry Rathbone. Zur Eröffnung kamen über 800 Leute. Alleine nur seine Bilder in einem so wichtigen Museum zu sehen und so geschätzt zu werden, das war ja nicht immer so.
und mit all den Menschen wieder verbunden zu sein und in Erinnerungen an früher. Das St. Louis Art Museum beherbergt heute die umfassendste Beckmann-Gemäldesammlung der Welt. Der größte Raum des Hauses ist dem deutschen Maler gewidmet. Hier hängen wichtige Werke aus allen Schaffensphasen. Beckmann erholt sich in Missouri von den Belastungen des Exils und blüht auf. Er war sehr inspiriert von dem, was er in St. Louis vorfand, sowohl von den Menschen als auch von den Landschaften, die er erkundete. Nicht nur St. Louis, auch die ganze Region um die Stadt herum. Der American Way of Life fasziniert den Maler. Donnerwetter. Du machst dir keine Vorstellung, wie anders alles hier ist. Aber vieles erstaunlich gut. So neu, dass ich jetzt nach 3 Wochen Aufenthalt hier noch ganz benommen bin, schreibt er seiner ersten Frau Minna. Die Ozark Mountains außerhalb der Stadt begeistern ihn. Ich denke, er fand Erholung in dieser Landschaft hier. Auch seine täglichen Spaziergänge nimmt Beckmann wieder auf. Endlich ein Park, endlich Bäume, endlich Boden unter den Füßen, schreibt er. Und der Mississippi, der gewaltige Fluss, fasziniert den Maler. Und inspiriert ihn. Für Beckmann ist Amerika eine Offenbarung, landschaftlich und kulturell. Man kommt hierher, erlebt ein Land mit vielen Wundern, von denen man nur gehört hat, und dann sieht man das alles selbst. Man erlebt die Weite, für die die USA bekannt ist. Und das hat er bei seinen Reisen alles aus erster Hand erfahren. Die Beckmanns reisen durchs ganze Land. Im Sommer 1949 gibt der Maler einen Sommerkurs für Kunststudenten in Colorado. Die Bergketten in der Nähe von Boulder begeistern ihn nachhaltig. Er hat die Landschaft um Boulder kennengelernt. Beckmann war ein großer Wanderer, auch in den Bergen. Ich mag besonders die Gestaltung des Raumes, die Art, wie er damit umgeht. Man kann im Vordergrund die Blumen sehen, die Berge im Hintergrund. Dazwischen sieht man diese eigenwilligen Felsformationen, den Baumstumpf, den Fluss. Sehr viele verschiedene Schichten. Er hat hier mit seinen Erinnerungen gearbeitet und dann die Landschaft komponiert. Einige Teile der Landschaft sind mit Colorado Springs verbunden. Da gibt es eine sehr dramatische Felsformation, die der Garten der Götter heißt. Er bringt hier verschiedene Elemente zusammen und verbindet sie miteinander zu einer Komposition. . 1950 folgt ein Lehrauftrag in Brooklyn und der ersehnte Umzug nach New York, der Stadt seiner Kindheitsträume. Die Hochhäuser auch mal als Landschaft genommen, fand er wirklich fabelhaft. Also Amerika war schon für ihn auch, glaube ich, optisch ein sehr wichtiges und tolles Land. Und New York mit seinen verrückten Kaschemmen und Möglichkeiten auszugehen. Das war, glaube ich, alles für ihn schon auch Futter. Der pulsierende Broadway fasziniert Beckmann. Die neuen Eindrücke münden in einem Bild, für das er sogar einen englischen Titel wählt. The Town. Hier verzahnen sich alte Erinnerungen und das neue Leben in New York. Beckmann unterrichtet in Brooklyn. Englisch spricht er nach wie vor nur wenig, aber er kann sich der Hilfe seiner Frau Quappy gewiss sein, die alles übersetzt und nicht von seiner Seite weicht. Die Beckmanns leben sich ein im Big Apple, wohnen in der Nähe des Central Park.
Der 66-jährige Maler geht immer noch oft spazieren, trotz angeschlagener Gesundheit. Abends findet man ihn an der Bar im edlen Hotel Plaza. Und er unternimmt eine letzte große Reise. Es gab in den USA dann eben noch die große Reise nach Kalifornien, über mehrere Tage dann, über Carmel am Pazifik, wo er den Pazifik erlebt hat. Das muss geradezu rauschhaft gewesen sein für ihn. Also er hat wunderbare Landschaftsbeschreibungen in seinen Tagebüchern über diese Glaswellen des Pazifik, über Mannshoch. Und dann hat er Seelöwen gesehen, die auch wie so Sphinxen am Strand lagen und der Kormorane. Also er ist da vollkommen eingetaucht, hat sich da wirklich in dieser wilden Monterey-Küste, da hat er sich richtig verliebt in den Pazifik. Das war für ihn, glaube ich, nochmal so das Highlight aller Meere. Er kannte das Mittelmeer, er kannte die Nordsee, er kannte die Ostsee, er kannte den Atlantik. Und dann erlebte er den Pazifik. Und das ist so eine, das war ein Höhepunkt. Am 27. Dezember 1950 macht sich Beckmann durch den Central Park auf den Weg zum Metropolitan Museum. Er möchte sich die Ausstellung American Painting Today ansehen, in der er auch selbst mit einem Bild vertreten ist. Im Park erleidet er einen Herzinfarkt und stirbt. Die Frage, warum Beckmann bis heute eigentlich einer der erfolgreichsten Künstler ist, wenn man jetzt schaut, wie viele Ausstellungen und Publikationen es zu Beckmann gibt, ist eine gute Frage. Ich glaube, dass es zunächst mal damit zu tun hat, mit dieser unglaublichen Virtuosität seiner Malerei, also auf einer rein sinnlichen Ebene. Ich glaube aber auch, dass es ein Künstler ist, der vielleicht wie kaum ein zweiter ein halbes Jahrhundert überdauert hat, das voller Krisen war. Dass das ein Künstler ist, der wie kaum ein anderer einfach die Ambivalenz der Moderne zum Ausdruck bringt. Dieses trotzige, hoffnungsvolle mit der Kunst, das Leben meistern, retten, reflektieren zu können. Und einem in der Kunst einen Ausweg aufzuzeigen und gleichzeitig die Augen nicht vor den Krisen und den Katastrophen zu verschließen.